Guten Tag, liebe Sportsfreunde. Heute zum Brust-, Schulter-, Trizeps-, Nackentraining. Eine coole Kombi, vielleicht für den einen oder anderen was Interessantes dabei. Jetzt hier Schwerpunkt wieder auf Bewegungsausführung achten. In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß und fleißig sein. All the time. Can you understand? Herzlich willkommen zum Voice-Over-Trainingskombination. Ich fange immer gerne an mit einer kleinen Mobilisationsübung. Das sehen wir jetzt hier. Das heißt, einfach mit dem Mobility-Roller, Foam-Roller, wie man ihn auch gerne bezeichnet, ein bisschen durchkneten, Querdehnung das Ganze. Natürlich nimmt man dort die Spannung aus der Muskulatur raus. Aber ich finde das zum Anfang sehr, sehr gut und sehr effektiv. Dadurch, dass heute Brust auf dem Plan war, habe ich natürlich dann auch die ventrale Seite genommen, also halt den Oberkörper, die Seite, die nach vorne zeigt, und habe natürlich alles dann durchgeknetet, was heute schwerpunktmäßig auf dem Plan steht. Unterkörper, Oberkörper, je nachdem, was drauf ist, kann ich auf jeden Fall empfehlen. So ein Roller kostet leider Gottes, wenn man so einen kauft, den ich mir gekauft habe, verhältnismäßig viel. Verstehe ich eigentlich gar nicht, weil das ist momentan so der Verkaufsschlager überhaupt. Man kann sich den auch selber bauen. Was ich natürlich auch ganz gut empfehle, ist einfach so ein kleines Tool natürlich noch dazu. Ein bisschen was geriffelt ist, um natürlich nochmal in weitere Stellen zu kommen. Alles das, was über Schultergelenke geht, da kommt man natürlich mit dem Mobility-Roller relativ schwierig dran. Das heißt, wer da gerne eine Investition tätigen will, kann sich auch einfach so kleine Tennisbälle kaufen oder je nachdem, was man dann dort findet. Nachdem ich die rechte Seite ganz gut durchgeknetet habe, wie gesagt, ist heute nicht Schwerpunkt, aber ich möchte gerne auch mal zeigen, wer das natürlich immer wieder erwünscht war, welche Möglichkeiten es gibt, um einfach sich nochmal vorzubereiten. Mobility, um die Beweglichkeit temporär zu erhöhen. Ihr könnt auch gerne mal ausprobieren, dass ihr die Fersen, also das heißt alles das, was an den Füßen über die Fußmuskulatur ist, könnt ihr auch gerne mal durchkneten. Da werdet ihr merken, dass temporär die Beweglichkeit in der Hüfte auf jeden Fall vergrößert wird. Nachdem ich das gemacht habe, hat man jetzt kurz gesehen, auf der einen Seite mit dem Terraband ein bisschen Erwärmung und gleichzeitig eine Kräftigung der Rotatorenmanschette. Man muss sich wieder ins Gedächtnis rufen, dass es vier kleinere Muskulaturen sind, die auf jeden Fall durch wenig Gewicht und auch durch viele Wiederholungen gekräftigt werden müssen, damit auf jeden Fall das muskulär gesicherte Schultergelenk gut abgesichert ist. Das heißt, ordentlich in der Pfanne bleibt. Weiter geht es dann mit Bankdrücken. Erste Grundübung für mich heute auf dem Plan. Flachbank und aus der vollen Länge. Ich habe gerne die volle Länge. Warum? Ganz einfach, weil ich der Meinung bin, die ganzen Verkürzungen, die heutzutage existieren, ist einfach geschuldet durch falsches, zu schweres Training. Natürlich ist schweres Training im Sinne der Progression wichtig. Aber alles andere, was wiederum zu schwer geht, sollte man auf jeden Fall drüber nachdenken, ob darunter nicht die Technik leidet. Also immer ist bei mir die Devise Technik vor Gewicht, egal welches Training ich mache. Natürlich Maxkraft, auch da, wenn die Technik darunter leidet, dann definitiv wieder zurück. Ganz gute Möglichkeit hier von Hammer Strange, die aufrechte Maschine zum Bankdrücken. Und natürlich nochmal für den oberen Teil, ansonsten gab es dann direkt nochmal Dips. Multigelenkübung, auch hier wieder Schulter- und Ellenbogengelenk, Trizepsstreckung. Und dann natürlich mit Zusatzgewicht, je nachdem, wer sich das zutraut und auch ganz gut machen kann. Wir sehen dann jeweils immer die Trainingsausschritte. Und ansonsten Frontheben. Ansonsten mache ich auch gerne Frontheben und Seitheben als Kombiübung, sehr gerne als duale Übung und dann als Isolationsübung nochmal einzeln. Warum das Ganze? Weil ich der Meinung bin, wir haben
sehr wenig Koordination bei unserem Krafttraining drin, deswegen sollte man so viele Elemente wie möglich mit reinbringen und dann natürlich dann auch so viel Koordinationsschulung mit haben. Ja, hier sieht man dann das typische Auspumpen, wie ich es gerne bezeichne, als Isolationsübung. Aufrecht das Ganze und auch hier wieder, so wie man die Suppe auslöffelt, so sollte auch bitte seitdem gemacht werden. Das, was die Gelenkigkeit zulässt, dann auch die ROM beachten. Und hier machen die Leute auch die Fehler. Es sieht immer so einfach aus bei mir, aber ich kann sagen, das ist auch sehr anstrengend. Und man sollte auch, wie gesagt, besonders darauf achten, dass jede Bewegung so korrekt wie möglich ist. So kann man dann auch nochmal im Sinne der Progression seinen Progressionstag erweitern. Also nicht immer nur Gewicht, Wiederholungszahlen, Übungsauswahl, Übungsausführung, unterschiedliche Stellungen der Flachbank oder Schrägbank, je nachdem, was man dort erreichen möchte und so viel Variation wie möglich. Das ist wirklich so ein typischer Krafttrainingstag, der auch bei mir natürlich nicht zu kurz kommen darf, aber ansonsten einmal die Woche noch funktional reißen, stoßen, clean, jerk, snatch. Das ist momentan bei mir auf dem Plan, weil ich einfach der Meinung bin, das tut mir momentan sehr gut. Das habe ich auch im Studium angefangen und zum Ende noch eingelenkige Übung, Trizeps drücken, hier heute am Kabelzug, ist auch eine gute Kombination, um einfach nochmal French Press anders auszuführen. Und ansonsten seid ihr oder bin ich euch natürlich noch schuldig den letzten Teil vom Posing Training. Ihr habt richtig gemerkt, es war ein Cutting-Fehler, dennoch wollte ich das Video jetzt nicht komplett runterlöschen, sondern einfach jetzt fortsetzen. Ich denke mal, das ist eine gute Kombination. In diesem Sinne wünsche ich euch schon mal ein fröhliches und gesegnetes Weihnachtsfest. Macht das Beste draus. Bleibt einsam. Gönnt euch aber auch mal eine geringe Auszeit. Also kurzzeitig ist das sehr, sehr gut. Für die Psyche sogar. Und wir sehen uns dann wieder zum neuen Trainingsvideo, Basiswissen, was auch immer. Macht's gut. Kommentiert gerne. Ich beantworte Fragen. Wir sehen uns. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einfach einen Daumen nach oben da und folg mir auf allen meinen Social Media Kanälen, zum Beispiel unter Facebook, Instagram oder finde mehr Informationen über mich unter meiner Webseite www.danielgildner.com.